Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ja Leute, uns fehlt natürlich jetzt Zwirn. Ja, ohne Ende Zwirn. Die Frage, die sich jetzt halt stellt, was machen wir jetzt noch? Ja, eigentlich muss ich jetzt warten jedes Mal, bis Zwirn fertig ist, bis wir den hochballern können. Okay. Die Frage ist, ob wir damit auch Birken und so fällen können, aber ich denke mal ja. Aber ja, das ist halt, worum es geht hier, ne? Es macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, hier dann gleich Obel die Hälfte wegzunehmen. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal hochzüchten, dass wir 40 haben. Dann muss ich die 40 anpflanzen, dass wir 80 haben. Dann muss ich die 80 anpflanzen, dass wir 160 kriegen. Dann kann ich die Hälfte davon bearbeiten und die andere Hälfte wieder anpflanzen. Soweit müssen wir aber erstmal kommen und da vergeht so viel Ingame-Zeit, bis wir soweit sind. Selbst wenn ich jedes Mal schlafen gehe. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich weiß nämlich jetzt ehrlicherweise gesagt gerade nicht, was ich bis dahin groß machen kann. Ja, ich nehme das mal mit rüber. Oh, wie Pfeile können wir auch alles mit rübernehmen. Rüstung können wir mit rübernehmen. Ja, wir werden den Außenposten hier natürlich behalten. So, warte mal, wie viel ist das fürs Schiff? Irgendwas? Vierzig. So, dann ist das das Schiff hier. Packen wir da auch nichts anderes mehr bei. Das kann mit rüber. Das kann hier bleiben. Heiltränke können mit. Packen wir da rein. Die Route kann mit. Augen und Dingens können mit. Hier werden wir definitiv kein Portal mehr bauen. Hier stehen genug. Das lassen wir erstmal hier. Ansonsten werden wir hier ein bisschen Kohle machen, aber Kohle können wir auch drüben nochmal anwerfen. Das können wir gleich nochmal abholen. Bringen wir das erst einmal rüber. Dann haben wir hier Ordnung drin. Ja, wir müssen halt mal gucken wegen Waffen, ja? Wegen Schwarzmetall. Wir können ja gleich nochmal durchrechnen eben. Die Kosten einmal so Pi mal Daumen. Ich werde jetzt hier auch nicht groß einsortieren. Das mache ich ohne Aufnahme. Aber Pfeile und so werde ich schon mal wegpacken, richtig. Ja, die Rüstung hat sich komplett erübrigt. Das ist halt so. Das ist was mich so ein bisschen stört, Leute. Ich meine, das hat ewig gedauert, sich diese Rüstung zusammenzufarmen. Im Schneebiom. Ja, und dann sagt das Spiel dir halt einfach so, weißt du was? Die auch sparen können. Hättest du dir sparen können, du hättest einfach, wärst du weitergegangen, hättest du das mal eben einmal gemacht und schon hättest du dir eine bessere Rüstung machen können, ne? Für weniger. Weniger für Eisen einfach. Naja, Würfel haben wir genug für das andere Biom, das ist super. Das ist halt so ein bisschen schade, finde ich. Das
Sollte mal eben die Bienen ernten, ne? Ich sie gerade summen höre. Ach ja, unser Mehl ist ja auch fertig. Das können wir auch noch machen. Und dann können wir gleich schon wieder schlafen. Es wird schon wieder schummrig. Meine Felder müsste ich machen, aber das mache ich mal ohne euch. 20 Mehl ist alles von 50. Ne, du bist doch zu Gange, oder was? Ah, du brauchst halt ein bisschen, ne? Okay. Dann können wir da auch nochmal genauer gucken, was da jetzt gab wegen Essen. Brot. 40, 70. Ist schon gar nicht so schlecht. Blutpudding ist das Gegenteil für Gesundheit mit 90. Das ist schon fett, ne? Nox, Fleischpaté, Pastete war 80, 80. Gut, jetzt gucken wir doch mal. 40, 70. 130, 120. Und dazu Lox. Ist so das Nonplusultra, wa? Ja, dagegen. Aber jetzt seht ihr auch wieder. Normal können wir jetzt alles andere sein lassen. Ist das, was ich meine? Alles andere ist jetzt hinfällig. Das finde ich halt schade. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch ein paar Lochse umnieten. Da hinten liegt sogar noch ein Lochsfleisch. Rübenzeug ist jetzt völlig hinfällig. Brauchst du nicht mehr. Was war das für ein Riesenaufwand, erstmal dieses Zeug hochzuzüchten für mich? Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwo ein bisschen schade, so dieses System, finde ich. Ich finde immer, man hätte irgendwie was machen können, was aufeinander aufbaut halt. Hätte jetzt hier sagen können, hier macht man halt irgendwie einen Eintopf, wo halt Rüben noch mit bei müssen oder so. Aber Rüben, ja, kannst du dir komplett schenken jetzt, ne? Wie gibt's hier ein Brot nur oder was? Ist natürlich auch wenig, ne? Darf man auch nicht außer Acht lassen. Mal klar, wenn man dann so normal rumrennt, kann man so das Rübenzeug vielleicht noch nehmen. Ja. Aber gerade Ausdauer ist ja mit das, ist oder ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste in dem Spiel hier. Das eine. Brot ist halt teuer, ne? Macht es dann vielleicht Sinn, Brot auf Brot zu verzichten? Mit 40, 70. Ich meine, irgendwann wird es ja so sein, dass wir genug Mehl haben, ne? Ja, was sind das schon? Wenn du alle drei machst, hast du halt die drei besten Sachen, ne? Oh, was macht das Fleisch so? 70, 40. So. 40, 70. 50, 50. Ach komm, ich mach mal einmal, dass wir einmal so eine Kombo mal uns auch immer reinpfeifen können. Mal gucken. Da sollten ja beide Balken steil gehen.
kurz warten, bis das hier ready ist. Dann gehen wir schlafen, dann holen wir nochmal das Mehl, das bis dahin fertig ist. Damit die Felle auch wieder wachsen. Ist noch gar nicht dunkel, oder was? Erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst, als er was ist dein Kriegsschrei auf den Lippen. Freiheit! Tag 190. Okay, die ist super lahmarschig. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall auch mehr Mühlen bauen. Ja, nee, das ist... Ich weiß nicht. Jetzt nur mal, um so ein bisschen was zu sagen, was halt vielleicht nicht so gut ist. Ne? Es gibt viele Sachen, die wirklich gut sind in dem Spiel. Aber ich denke, da könnte man ein paar Sachen besser machen. Das ist halt so, die Sachen alle... mehr aufeinander aufbauen. Weil eigentlich kann ich jetzt alles andere sein lassen, was ich auch machen werde. Also ich werde jetzt keine Rüben mehr anpflanzen und sowas. Für was? Genau wie Möhren nutze ich halt ja, außer dann gar nicht mehr irgendwie. Tiere, normale töten, brauchst du auch nicht. Wofür? Brauchst eigentlich nur noch Noxe umnieten. Ja. Verlagert sich alles komplett in die Ebene halt. Komplett jetzt, ne? Mal könnte man sagen, man baut sich eine Butze in die Ebene und dann ist gut, ey. Weiß ich nicht. Müsste ich halt mal ein bisschen länger Erfahrung sammeln, aber... Weil mit unserem Außenposten haben wir es das schon ganz gut gemacht. Können wir halt immer da uns reinholen, die Klamotten. So, 40, 130, auf 210 Gesundheit kommen wir. 210 Gesundheit. Und 80, 130, 200 Ausdauer. Ja. Pass auf, dann lassen wir das erstmal liegen. Das müssen wir uns jetzt nicht angucken, das sparen wir uns. Ja, normales Fleisch mit, fertig. Okay, man kriegt das auf jeden Fall ein. Also für ein Mehl kriegen wir, für ein Gerste kriegen wir auch ein Mehl. Das ist schon ganz cool. Ja, wir müssen jetzt halt hier hin. Fertig. Hol mal eben das Zeug für ein Schiff. Aber das werde ich nicht mehr jetzt machen. Das werde ich nicht mehr jetzt machen. Das schaffe ich auch gar nicht mehr. Aber wir bauen schon mal das Schiffchen. Das Problem ist, ich werde von hier nicht dahin kommen. Weil ihr seht, hier ist überall Land. Wahrscheinlich müsste ich so fahren. Mal löschen. Und ich glaube, hier kamen wir auch nicht durch. Weil ich wollte ja, ich bin ja hier lang gefahren und dann wollte ich hier hoch. Und ihr seht, überall, ich musste hier lang fahren, hier ist überall Land. Hier auch, hier ist überall Land. Ich kam nicht da hoch. Deswegen, ich werde von zu Hause aus fahren müssen. Ja. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mit rüber. Bauen uns schon mal unser Schiffchen. Können wir dann schon mal unsere 7 Sachen packen.
Wir können noch wegen dem Met gleich gucken. War das auch Mehl oder was? Weiß es gar nicht. Ja, wir haben auch ein paar Steine jetzt, ne? Könnten wir eigentlich hier mal fertig bauen erst, oder? Warte mal, ein paar Stonis hatten wir wieder. Wieder zwar nicht, aber... Ja, bleib ruhig, ne? Bleib ruhig, ey. Sogar noch mal einen drunter setzen, so eigentlich. Hält der? Ach, Steinmetz. Steinmetz, Leute. Sagen wir jetzt nicht zu, oder? Besser, glaube ich. Ist einfach besser. Es ist einfach besser. Wenn wir dies nicht tun. Wow. Zählt halt echt nicht. Dies ist schon hart, ne? Dies ist schon hart. Müsste halt irgendwie den genauen Punkt kriegen, aber den kriege ich halt nicht. Liegen da so viele Stonis im Wasser. Hier würden wir den kriegen, wenn wir da ein Dingens dran machen. Neun Dingens Stufe. Aber das ist doch jetzt auch nicht genau eine Stufe, oder? Ich glaube, ich muss doch erst das Schiff stellen, dann können wir vom Schiff aus bauen. Wow, mit V. Wow, mit V.
Das hält jetzt, oder was? Der war jetzt nicht, ey. Alter, da liegen so viele Steine, ne? Okay, warte mal, da kriegen wir aber einen kleinen hin, oder? Schon alles tricky Disco hier. So. Da fehlt noch. Okay, nice. Die Seite haben wir. Jetzt haben wir wahrscheinlich keinen Stein mehr. Oh, doch, ein bisschen haben wir noch. Der fällt wieder runter, 100 Pro. Ja, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Wie vorher. Leider kann man so wenig bauen. Kann es leider nicht irgendwie schicker machen. Na, idealerweise würde man das halt noch ganz rausziehen, wa? Oder würde da noch mal irgendwie was anderes machen? Was haben wir denn noch? Okay, das raffe ich aber auch erst jetzt, dass ich den auch so schräg stellen kann. Na, jetzt nicht super schön, aber auf jeden Fall besser wie... Der macht doch den genauso da jetzt dran. Alter, das ist wieder mega leck wegen Speichern. Ja, das weiß ich auch nicht, was sie da gemacht haben. Da wird doch ein kleiner reichen. Schiff, wackel nicht so, er war gerade schon mal drin, ne? So. Ja, es ist ja schon mal ein Tacken besser. Das würde ich vorne ganz gerne auch machen wollen. Bin auch echt verkehrt rum reingefahren, ne? Ist doch schon mal, so ist doch schon mal nice. Und das würde ich jetzt hier ganz gerne auch noch machen. So ein bisschen abgerundet irgendwie. Gucken.
was heißt abgerundet, aber. Das ist halt das, was geht, Leute. Könnte man da ja vielleicht noch mal jetzt fehlt ein bisschen Stoni. Da glaube ich gar nicht so schlecht aus, oder? Oder? Habe ich schon alles weggehauen, was Stein ist. Ne? Ne, hier ist noch was. Gucken wir mal, ich setze da noch mal so irgendwas drauf, ob es besser ausschaut oder schlechter. Schon wieder ein Troll. Ey. Du kannst halt echt, du kannst nicht mal 2 Minuten was farmen. Also Leute, ganz ehrlich, das macht das, das ist, was mir echt den Spaß nimmt. Bin ich ganz ehrlich. Seht ihr, wenn ich dann hier so baue, dann habe ich wieder Spaß an dem Game, ja. Wenn wir so ein bisschen rumtricksen kann hier, ein bisschen rumprobieren. Aber es kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass du nicht mal in Ruhe mal 2 Sekunden was farmen kannst. Gib mal einen Stein her. Gut, das sieht nicht wirklich aus. Wir könnten aber hier mal gucken, ob wir so einen kleinen reinsetzen einfach. Ja, mit seinem Zugucken, ne? Ne, es ist alles Mist. Das ist alles Mist, ey. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, den hätte ich gerne andersrum. Und einfach eine Steinplatte drauf ist auch nichts. Und Holz bringt uns nichts, weil Holz zerfällt, außer Dächer. Aber was sollen wir jetzt hier mit Dächer machen? Ja, Baumöglichkeiten sind beschränkt, leider. Ja, das können wir ruhig so lassen mit den Dingern da. Was wir natürlich noch machen, könnten wir irgendwie Licht. Das wollten wir ja eh mal machen, ne? Eigentlich wollten wir auch mal so ein Signalfeuer bauen. Brauchen wir denn dafür? Okay. Das steht schon in meinem Haus drin, oder was? Passt, wa? Minus. Würfelze.
muss mir das halt mal eben angucken. Hätte mir halt gut vorstellen können, hier eins zu haben. Na ja, gut. Das geht auf jeden Fall. Aber natürlich müssten wir es hochbauen, ne? Fehlt uns jetzt leider der Ton für, aber wir können ja schon mal gucken. Naja, eigentlich könnte man das vorhanden. Wow. Vorhandene Struktur nutzen, ja. Aber gut, Leute, ich muss leider zur Arbeit. Wir sind bei 31 Minuten. Ich werde mal gucken, ob wir hier mittig. Vielleicht gehen wir noch mal einen raus und bauen dann so ein kleines Stückchen höher. So einen kleinen Absatz haben und da machen wir dann so ein Feuerchen drauf, denke ich. Da haben wir ein bisschen beleuchtet in der Nacht. Von weiter weg kommen mit unserem Schiffchen. Ja. Gut! Das war die Aufnahmesession, Leute. Viel Gemecker, ich habe es selber gemerkt, ja. Ich sage ja immer, wenn ich dann mit dem Bauen anfange, mag ich das Spiel. Aber wenn es ums Farmen geht, hasse ich das Spiel. Und das andere so mittendrin ist Mittel. Wow. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir werden nochmal eine Session machen. Ich werde da nochmal das Feuerchen draufbauen, einfach weil wir es können. Dann werden wir in die Steppe rüberfahren. Ich werde zwischendurch gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen schlafe, dass wir ein bisschen Fasern kriegen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja, weiß nicht, wie weit das dauert, weil ich muss ja dann auch hier die Tage vergehen lassen irgendwie. Und ich kann ja tagsüber nicht schlafen, das bringt mir also auch nicht wirklich was. Müssen wir mal gucken, ansonsten... Naja, scheiß drauf. Werden wir die Rüstung auf jeden Fall nochmal machen mit der Zeit, denke ich. Ein paar Folgen werden es noch werden. Wir gucken uns die Steppe noch an hier drüben. Oder Ebene. Und je nachdem, ob wir da den Boss finden, Hinweis zum Boss finden. Ansonsten... werde ich die Map aufdecken, dann werden wir den Boss noch versuchen und dann sind wir mit dem Let's Play durch. Das ist der Plan, Leute. Tschüssi.